Leistung von unseren Jüngsten. Und wir freuen uns jetzt schon auf eure Darbietung im Februar. Ganz herzliches Dankeschön der versammelten Karnevalisten hier im Saal für unsere Jüngsten. So, liebe Herren und Damen, jetzt eine echte Herausforderung. Na, ich sag mal, 2 Stunden Programm. Noch jemand in die Bütze rufen, aber wir trauen ihm das voll und ganz zu. Wir rufen jetzt hier in die Bütze, das heißt, ich frage euch erstmal, wollen wir ihn reinlassen? Dann rufen wir zu uns in die Bütze einen Wahlforscher. Bitte schön, Herr Kapellmeister, ein Klatschbad für unseren Wahlforscher. Technik, versteht ihr mich? Ja. Wahlforscher, mit H bitte, ja, mit H. Die Wahlen, die vorüber sind, was haben sie gebracht? Fürs Volk nicht viel, nur die Parteien, was haben die gebracht? Der Kanzlerin macht's großen Spaß, noch länger zu regieren. Es ist ja wirklich auch zu schön, wie alle Jungs parieren. Auch modisch ist sie neu gestylt, ganz herzig und adrett. Und so wie jetzt ihr Äußeres ist auch ihr Kabinett. Sie wollte mal was gänzlich Neues, ganz Modernes wagen. Den alten Rock aus alten Lumpen wollte sie nicht mehr tragen. Doch wegen der Finanzenpleite musste Geld sie pumpen. So ist das neue Kleid wohl doch zu einem Teil aus Lumpen. Auch Guido hat sein Ziel erreicht. Er muss nicht länger warten. Ab jetzt kann er, wie lang erhofft, zu seinem Aufstieg starten. Bisher hat seine FDP zwar etwas streng gerochen. Das kam, weil sie der Wirtschaft oft ins hintere Loch gekrochen. Das wird nach diesen Wahlen jetzt bestimmt noch leichter gehen. Die Steuersenkung ist schon futsch, den Rest wird man noch sehen. Und ist auch mancher Arsch besetzt, er wird es überwinden. In Washington, London, Paris, da lässt sich schon was finden. Die Liebe, arme SPD, wann wird sie wieder blühen? Sie bettelt um ein wenig Macht, bei Schwarz und Gelb und Grün. 20% nur eben noch. Brands Erben ihren Lauf zu einer kleinen Restpartei hielt auch nicht Steini auf. Auch Münte, sonst der Kämpfer selbst, wirkte zum Schluss verbraucht. Die Freundin ist erst 30 Jahre, das hat wohl doll geschlaucht. Die Manu und der Erzengel, die sollen das Schiff jetzt entern. Mit Gabriel in einem Boot. Hoffentlich wird das nicht kentern. Den Grünen, einst Protestpartei, wer hätte das gedacht, ist heute längst die Umwelt Schnurz. Sie wollen auch nur Macht. Hinweg nun mit dem Flaschenpfand, Atomstrom heizt das Haus und Jürgen tritt ihn wandert weinend nach Tschernobyl aus. Um wieder mal groß rauszukommen, schminkt Claudia Roth sich blau. Renate Künast Schrecklers nachspielt mit Bauer sucht Frau. Die Pole schmelzen immer weiter, wo noch der Eisbär wohnt, wächst morgen Geneis und dazu wird Joschka noch geklont. Brüder, seht die rote Fahne, hat schon ein paar Risse. Denn wenn man ans Ruder will, braucht es Kompromisse. Statt in Berlin die Linken lenken und sorgen für den Widerstand gegen den Sozialabbau, zog's Oskar in sein Heimatland. Die erste Einheitsfrontregierung in einem alten Bundesland wäre ohne Oskar längst vollzogen.
brüderlich, mit Herz und Hand. Doch bevor ich diesen Querulanten als potenziellen Partner sehe, mach ich doch lieber auf Jamaika, sagte sich die SPD. Dass sie zuvor in Wahlkampfschlachten ganz anderes dem Volk erzählt, weiß heute keine der Parteien, da haben wir uns wohl verwählt. Sie haben auch nicht strafrechtlich ihr eigenes Wort gebrochen. Sie haben sich, das kommt halt vor, nur einfach mal versprochen. Wie doch der deutsche Michel glaubt, was die Parteien reden, und wenn sie nicht gestorben sind, belügen sie noch jeden. Danke. Mein lieber Frank-Team, symbolisch zieht den Mut. Das war eine super Leistung und ich denke, dass sehen alle Herren und Damen hier im Saal. Also für unseren Wahlvorschlag einen zünftigen Klatschmarsch als Dankeschön für diese tolle unsere Tanzgruppe ankündigen. Und so im zweiten Teil seid ihr nachher. Bereitet euch schon seelisch und moralisch darauf vor. Jetzt wird hier Party gemacht in der KGB.